In diesem Video erkläre ich Inhalte, in denen ich nicht ausgebildet bin und somit auch keine Gewähr darauf gebe, falls bei euch etwas schief geht. Ich mache alles nach bestem Gewissen und wende selber alles genauso an, wie im Video beschrieben. Ich glaube, daran kann man sehr gut erkennen, was das Problem ist. Oh Scheiße, Alter. Hallihallo Freunde, heute geht's auf, ihr seht vielleicht, ich habe Kamera-Equipment in der Hand. Heute geht's nämlich auf und zwar, ich möchte natürlich bei dem Wetter mal langsam meine Winterreifen aufziehen. Aber nicht nur das, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel. Ich werde heute meine Hinterradbremsen wechseln bzw. tauschen, komplett mit Scheiben und allem drum und dran, weil ich etwas Probleme habe mit der hinten rechts und dann muss eben die ganze Achse getauscht werden. Das werde ich euch dann aber im Laufe des Videos auf jeden Fall zeigen, was da das Problem ist. Ach ja, und hier liegt ein weiteres Projekt. Ich weiß noch nicht, ob ihr das zuerst gesehen habt oder dieses Video hier. Aber bei Facebook oder Instagram habt ihr es auf jeden Fall schon gesehen. Und daher kein Geheimnis. Ja, als allererstes möchte ich mal dazu kommen, was ihr überhaupt benötigt, um die Bremsen zu wechseln. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ansonsten im Laufe des Videos werde ich es bestimmt erwähnen. Ja, als allererstes natürlich wichtig, ein Wagenheber. Dann die Scheibenbremsen. Die Belege natürlich. Da sind auch noch neue Schrauben drin, weil die müssen ausgetauscht werden. Dann hier hinten ein wunderbarer Knarrenkasten und wichtig ist auch ein Bremsenrückstellwerkzeug. Das zeige ich euch dann nachher im Video genau, wofür das gut ist. Zusätzlich habe ich mir jetzt noch meine Handbremsseile neu besorgt, weil es das Problem war, dass ich letztes Jahr im Winter ist einer festgefroren und ich habe so das Gefühl, seitdem schleift die Bremse bzw. daher kommt auch das Problem, weshalb ich die Scheibenbremsen jetzt austauschen muss. Also scheiße gelaufen, hätte ich mal viel früher machen sollen, aber ihr werdet es nachher im Video garantiert sehen, was ich meine. Vielleicht könnt ihr jetzt schon erkennen, was das Problem ist. Die Bremsscheibe hier auf dieser rechten Seite ist überzogen mit Riefen und das geht so für mich gar nicht. Jetzt lösen wir als allererstes das Bremsseil. Hier hinten ist so ein kleiner Knubbel, den sollte man eigentlich betätigen können. Übrigens die Handbremse natürlich nicht angezogen lassen, weil sonst macht ihr euch da tot. Habt ihr hier unten so eine kleine Klammer, die müsst ihr lösen. Und dann könnt ihr das Handbremsseil ganz einfach rausnehmen. Dann ist das schon mal erledigt, bloß nicht die Klammer verlieren, die braucht ihr wieder. Als nächstes gehen wir an, den ganzen Bremssattel hier zu lösen, weil wir natürlich die Belege und alles da draus raus haben müssen. Und da sonst auch die Bremsscheibe nicht abgeht. Die innere Mutter, oder die innere, hat 15er Maul und die äußere ist halt ein 13er. Und die Schrauben sind die Schrauben, die neu im Set dabei sind. So, hier unten das gleiche nochmal. Ja, und nun sollte eigentlich der ganze Bremssattel zu lösen sein. Hier achtet jetzt darauf, dass der Schlauch nicht zu sehr belastet wird. Bei mir liegt er jetzt günstigerweise sogar auf dem Boden. Ich lege da nochmal was drunter. Boah, ich glaube, da gleitet nichts mehr, ey. Das ist ja kein Wunder, dass die Bremse so aussieht, ey. Oh. Hier mal ganz kurz der Bremsbelag von der anderen Seite hier, auf meiner Seite. Ich glaube, daran kann man sehr gut erkennen, was das Problem ist. Oh Scheiße, Alter. Ja, achtet darauf. Immer wenn ihr eure Reifen wechselt und alles. Ich bin jetzt kein Pro und ich will jetzt auch nicht irgendwie so rüberkommen, aber jedes Mal, wenn ihr einen Reifenwechsel macht, guckt euch die Bremsen an, guckt euch die Bremsbelege an. Das ist einfach nur Shit. Das hätte ich sofort merken sollen, als ich die Sommerreifen drauf gemacht habe und das ist einfach nur schwach. Wenn ihr jetzt nur die Bremsbelege austauschen wollt, dann macht ihr jetzt alles drumherum schön sauber. Das werde ich gleich auch im Video noch zeigen. Aber da wir ja noch die Scheiben austauschen wollen, müssen wir jetzt diese beiden Schrauben hier lösen. Manchmal ist Gewalt einfach die einzige Lösung. Ja, das sieht sehr gut aus. Ließ sich alles sehr gut lösen, finde ich jetzt. Ich hatte schon viel, viel größere Probleme, bei meinem Golf zum Beispiel.
Jetzt hängen wir schon mal das Handbremsseil aus und hängen mal das neue rein, weil ich denke, dass es jetzt ein ganz guter Zeitpunkt ist. So, und jetzt alles richtig vernünftig schön mit der Drahtbürste säubern. So, und jetzt bei dem Teil hier sauber machen, da müsst ihr so ein bisschen drauf achten, oder zumindest mache ich das, dass ich mir einen Bremsklotz nehme und dann eben schaue, wo läuft dieses Teil, wo könnte es sich ein bisschen bewegen, wenn die Bremse zupackt und so weiter. Und dann werde ich diese ganzen Laufflächen versuchen, rostfrei zu bekommen und da dann Kupferpaste drauf zu packen. Jetzt wollen wir den Kolben zurückdrücken. Das funktioniert nur mit so einem Bremsenrückstellwerkzeug. Es geht auch anders. Ich habe es beim Golf 4 sogar anders gemacht, aber ich will es euch natürlich zeigen, wie es richtig geht. Und zwar drückt er und dreht gleichzeitig den Kolben rein. Wichtig dazu, öffnet euren Bremsflüssigkeitsbehälter und packt ein bisschen Papier drumherum, weil es könnte sein, dass was rauslaufen kann. Und jetzt, ich habe selbst noch nie so professionell gearbeitet, wie ich es ja eben schon beschrieben habe, einfach nur noch drehen. Schön auf den Balk hier achten, nicht, dass ihr da was zerstört. Das wäre nicht so gut. So sieht's jetzt aus. Zurückgedrückt. Und jetzt könnt ihr hier zwischen auch nochmal die ganzen Flächen schön bearbeiten. Nur immer auf das Gummiteil achten und nicht zerstören. Und jetzt alles rückwärts wieder zusammenbauen. Und jetzt überall, wo die Bremsblöcke sich bewegen, also das heißt natürlich, wenn sie jetzt an die Bremse rangehen, die Laufflächen an dem Bremssattel schön mit Kupferpaste einreiben. Bitte nicht auf die Bremsscheibe oder auf die Bremsbeläge. Das schaut gut aus. Ja, so sieht das Ganze jetzt eigentlich fertig aus. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen Kupferpaste reingemacht, also hier drunter unter dem Metall. Weil überall, wo sich diese Bremsbeläge bewegen, da kann man immer so ein bisschen Kupferpaste hinmachen. Nur bitte nicht auf die Beläge und auf die Bremsscheibe direkt. Drehmomentschlüssel habe ich am Anfang vergessen. Wer es bis hierhin gesehen hat, weiß jetzt, dass er ihn braucht. Und zwar die Schrauben, die 13er mit 35 Newtonmeter und die großen dicken hier hinten mit 170 Newtonmeter. Bitte, wenn ihr mir das nicht glaubt oder wenn es irgendwie falsch ist, schaut selber nochmal bei Google rein. Das ist kein Problem, das für seinen Bus herauszufinden, wie viel Newtonmeter ihr braucht, um das festzuziehen. So sieht das Ganze jetzt schön aus. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch, dass der Wendereifen drauf ist. Wenn das nicht mal immer so fix gehen würde, ne? Ja Leute, ich bin sehr zufrieden, es hat alles gut funktioniert. Ich würde jetzt sagen, 100 Kilometer vorsichtig einbremsen. Keine Vollbremsung, wenn möglich natürlich. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Nur einfach nochmal die Information. Ich bin darin nicht eingewiesen, also ich bin nicht gelehrt darin oder so. Also bitte, konstruktive Kritik wäre nett. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben geben, dann sehe ich das. Oder auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte euch so fix wie möglich. Ja, nur damit ihr es wisst, ich habe die Zimmermann-Bremsen benutzt. Ich glaube, da spalten sich die Meinungen ganz kräftig. Aber es ist so, dass ich die auf meinem Golf 4 auch verbaut habe und damit einfach super zufrieden war. Und ansonsten fahren wir jetzt einfach erstmal los. Und die andere Seite, die mache ich natürlich jetzt noch, aber das wäre genau dasselbe. Also von daher würde ich sagen, ist das Video jetzt zu Ende und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also abonnieren!